Welche Hotels mit kostenlosem Frühstück gibt es? Das beantworte ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht es um Reisen, Auslandsaufenthalte und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das Thema interessiert, denk auf jeden Fall mal über ein Abo nach, dann verpasst du eben nichts mehr. Schau auch zu jeder Zeit des Videos in die Videobeschreibung, wo ich dir wichtige Texte, Links etc. von den Sachen, die ich hier erwähne, verlinke. Wer ein Hotel bucht, den ist bestimmt schon aufgefallen, dass es immer wieder Extrakosten für Sachen wie Parken, Frühstück etc. hinzukommen. Das ist oft sehr frustrierend und ein bisschen ärgerlich und nervt auch ganz schön. Aus diesem Grund haben wir euch jetzt zumindest einmal herausgesucht, welche Hotels ein kostenloses Frühstück anbieten, damit ihr euch diese Gebühren wenigstens sparen könnt. In den USA bietet fast jedes Motel ein kostenloses Frühstück an. In Europa sieht es da schon dünner aus. Sowieso haben viele kleinere Ketten und kleinere Hotelmarken und vor allem lokalere in den USA auch kostenloses Frühstück mit dabei. Da das aufzuzählen einfach zu viel wäre, beschränke ich mich einfach mal auf die Ketten hier jetzt in Europa. Der europäische Marktführer Accor hat das Problem, dass ja, die eigentlich nicht wirklich kostenloses Frühstück anbietet. Das einzige Hotel in ihrem Portfolio, das kostenloses Frühstück anbietet, ist Ibis Styles. Und auch das ist nicht immer der Fall. In Australien allerdings findet man öfters dann doch Accor Hotels, die dann auch Frühstück anbieten. Auch bei Marriott und SPG tut man sich bei kostenlosem Frühstück ja, schwer und bietet das eigentlich sehr selten nur an. Die einzige Ausnahme ist hier SPG Element. Die gibt es in Deutschland zum Beispiel beim Frankfurter Flughafen. Hier ist kostenloses Frühstück mit dabei. Bisschen ärgerlich ist auch, dass auch die Stammmitglieder oder die Punkte mit Elite-Status auch bei Marriott und den Hotels kein kostenloses Frühstück bekommen. In den USA bekommt man allerdings bei den Mittelklassenhotels Residence Inn und Spring Hill Suites doch auch noch kostenloses Frühstück. Wie sieht es bei den Hilton Hotels aus? Nun, da gibt es zum Beispiel die Marke Hampton bei Hilton. Das ist nicht nur die günstigste Marke in den Hilton Portfolio, sondern das Schöne ist auch, dass diese immer kostenloses Frühstück anbietet. Und damit ist sie auch eigentlich nicht die einzige. Es gibt die neue Marke Canopy, die gerade extrem außerhalb der USA expandieren und dort gibt es daher auch öfters mal kostenloses Frühstück. Unbedingt drauf achten. Man kann allerdings auch bei allen anderen Hotels kostenloses Frühstück sogar für zwei Personen bekommen, und zwar mit dem Hilton Gold Status. Und das Coole daran ist sogar, dass man den ohne Probleme einfach bekommt, indem man sich die Hilton Kreditkarte holt, und dann ist der Status direkt schon mit drin und und kann dann halt davon profitieren. Den Link zur Kreditkarte packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Wie ist es bei der Intercontinental Hotels Group? Nun, da sieht es leider auch eher schlecht aus, gerade so die günstigeren Marken wie Holiday Inn etc. oder Holiday Express. Ja, da gibt es dann erst recht kein kostenloses Frühstück, selbst mit dem teuren Best-Inter-Status, den man sich für 200 US-Dollar kaufen muss, bekommt man nicht immer kostenloses Frühstück. Das ist alles ein bisschen ärgerlich und sollte man halt darauf achten. Außerhalb der großen Marken sollte man vor allem zum Beispiel darauf achten, dass man eher kleinere Hotels oder Familienhotels bucht. Da ist dann auch öfters mal kostenloses Frühstück mit drin oder wirklich gegen einen geringen Aufpreis. Das kann ganz interessant sein. Dann gibt es noch die Marken Wyndham und La Quinta. Dort ist kostenloses Frühstück auch mit dabei. Ebenso wie bei Travelodge, Super 8 und Radisson. Die haben mit Country Inn nämlich auch noch eine Marke mit kostenlosem Frühstück. Das ist auch ganz praktisch. Bei der Clarion Collection von Choice Hotels, die vor allem in Nordeuropa auch sehr oft vertreten ist, ist auch kostenloses Frühstück mit dabei, das ist auch ganz praktisch. Zum Schluss auch nochmal ein genereller Hinweis. In meiner Erfahrung nach kontrollieren 70% aller Hotels gar nicht, ob man Frühstück dazu gebucht hat oder nicht. Rein hypothetisch könnte man sich also so einfach mal dazusetzen und etwas speisen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und teilt es gerne unter euren Freunden. Auf meinem Kanal gibt es noch viele weitere interessante Videos zum Thema Reisen, Auslandsaufenthalte und Bonusprogramme, aber auch noch viele weitere Dinge mehr. Wenn euch das interessiert, denkt auch gerne mal über ein Abo nach, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.